Mein Name ist John Seward. Dr. John Seward. Ich bin heute hier, um die Richtigkeit einiger Ereignisse zu bezeugen, die schwer zu glauben sind, die sich aber tatsächlich so ereignet haben. Ich habe hier einige Dokumente. Telegramme und Zeitungsausschnitte der Tagespresse, Memoranda und Briefe in verschiedener Handschrift, die, ja, wie sich herausstellen wird, miteinander zu tun haben. Alles unwichtige Beiwerk wurde entfernt. Diese Schriftstücke stehen für sich als einfache Tatsache. Ich präsentiere Ihnen nun zuerst Auszüge aus dem privaten Tagebuch von Jonathan Harker. Ich, Jonathan Harker, Rechtsanwaltsgehilfe in Ausbildung bei Peter Hawkins, Esquire in Exeter, England, schreibe dieses Tagebuch in der Hoffnung, dass es irgendwann in die Hände derjenigen gelangt, die mich lieben, falls mich ein Unglück ereilt. Ich brach am letzten Apriltag von London aus auf, um einem unserer Klienten in Osteuropa Papiere zu überbringen und mit ihm Formalitäten zu klären. Am 3. Mai kam ich in Budapest an und erreichte bei Einbruch der Dunkelheit Klausenburg an der Grenze zu Transsilvanien. In Bistritz lag ein Willkommensbrief unseres Klienten für mich bereit, der mich darüber informierte, dass seine Kutsche mich am Borgo-Pass erwartete. Er war unterschrieben mit Graf Dracula. Bukowina! Kutsche nach Bukowina! Alle Passagiere einsteigen! Die Straße war unbefestigt. Dennoch schienen wir mit fieberhafter Hast voranzufliegen. Als es dunkel wurde, kam Unruhe unter den Passagieren auf. Sie sahen mich an und drängten zur Eile. Eine Frau jammerte unentwegt. Herr im Himmel, wenn die Kutsche nur nicht so schwanken würde. Das liegt an den ledernen Federn, meine Dame. Sehen Sie doch nur. Bei der Dunkelheit scheinen die Berge von beiden Seiten näher zu rücken. Warten Sie. Ich erkundige mich bei dem Kutscher, wie lange wir noch fahren. Lehnen Sie sich nicht zu weit hinaus. Kutscher! Kutscher! Was ist, wo sind wir? Wir kommen Ihrem Ziel näher, junger Herr. Wir fahren gerade über den Borgo-Pass. Wie können Sie etwas erkennen? Über uns her ziehen dunkle, dichte Wolken. Oh, bleibt stehen! Wir sind an der Stelle, junger Herr. Sie können aussteigen. Es ist so dunkel, dass man kaum die Hand vor Augen sehen kann. Wird der junge Herr doch nicht erwartet? Willkommen, Mr. Harker. Wo kommen Sie denn auf einmal her? Folgen Sie mir, mein Herr. Die Kutsche, die Sie zum Schloss vom Grafen Dracula bringen wird, steht dort drüben, hinter dem Felsen. Ich nehme Ihr Gepäck. Der Mann war wie aus dem Nichts aufgetaucht. Das Licht seiner Lampe fiel auf einen hart geschnittenen Mund mit kirschroten Lippen und scharf aussehenden, sehr weißen Zähnen. Er lächelte. Wir fuhren los und ich schaute zurück. Die Kutsche mit ihrer Ladung Passagiere war aus dem Blickfeld verschwunden. Die Dunkelheit des Passes verschluckte uns. Ich musste ein Streichholz entzünden, um auf die Uhr zu sehen. Es war ein paar Minuten vor Mitternacht. Der Wind wurde stärker. Er seufzte und pfiff um die Felsen und die Äste der Bäume schlugen zusammen, als wir vorbeirasten. Dann wurde es kalt und immer kälter und feiner Puderschnee begann zu fallen. Draußen war so gut wie nichts mehr zu erkennen. Die Straße führte weiter bergauf. Kurze Zeit später bemerkte ich auch noch das Geheul von Wölfen, das immer näher kam, so als würden sie uns von allen Seiten umzingeln. Doch auf einmal verstummte das unheimliche Jaulen.
Als der Mond für einen kurzen Moment durch die dunklen Wolken brach, sah ich in seinem schwachen Licht ein Rudel von Wölfen, das in einem Kreis um die Kutsche herlief. Still, mit weißen Zähnen und heraushängenden roten Zungen, mit langen, sehnigen Gliedern und zerzaustem Fell. Willkommen in meinem Hause. Ich musste eingeschlafen sein. Die Kutsche war im Innenhof eines verfallenen Schlosses zum Stillstand gekommen, aus dessen weiten, schwarzen Fenstern kein einziger Lichtstrahl zu erblicken war. Und auch der Kutscher war nirgends zu sehen. Mit einem mulmigen Gefühl pochte ich gegen die riesige alte Pforte. Willkommen in meinem Hause. Kommen Sie aus freien Stücken. Gehen Sie ohne Angst und hinterlassen Sie etwas von der Freude, die Sie mitbringen. Graf Dracula? Der bin ich. Treten Sie ein. Der Graf hielt eine Lampe in der Hand. Sein Gesicht hatte sehr starke Züge. Sehr stark. Eine Adlernase. Der Mund, soweit ich ihn unter dem schweren Schnurrbart erkennen konnte, sah willensstark und recht grausam aus. Mit seltsam scharfen, weißen Zähnen. Hören Sie sie, Mr. Harker? Die Wölfe? Ja, die Kinder der Nacht. Was für eine Musik sie machen. Hören Sie. Naja. Sie als Stadtbewohner sind eben nicht imstande, einem Jäger nachzufühlen. Folgen Sie mir die Treppe hinauf. Es ist schon spät. Meine Dienerschaft ist nicht mehr verfügbar. Daher helfe ich Ihnen gern mit dem Gepäck. Es gibt vieles, was Sie mir morgen erzählen müssen, von England. Und ich hoffe, dass Sie mir während Ihres Aufenthalts hier Ihre Sprache richtig beibringen. Mit Verlaub, Herr Graf, Sie sprechen ausgezeichnet. Ich möchte fehlerfrei sprechen, so dass ich nicht als Fremder auffalle, wenn ich in England bin. Als Fremder in einem fremden Land ist man gar nichts. Ich bin hier so lange Herr gewesen, dass ich auch Herr bleiben will. Ich verstehe. Hier ist Ihr Zimmer. Ich will Sie nun nicht länger aufhalten. Sie werden alles bereit finden, auch eine kleine Mahlzeit, denn bestimmt sind Sie hungrig. Bitte, treten Sie ein. Eins noch. Ich rate Ihnen, das Zimmer während der Nacht nicht zu verlassen. Hat das einen bestimmten Grund? Wir sind hier in Transsilvanien, Mr. Harker. Sie werden gehört haben, dass sich hier seltsame Dinge ereignen. Ich habe morgen auswärts zu tun, daher können wir uns erst abends in Ruhe unterhalten. Schlafen Sie gut, Mr. Harker. Dieses Schloss steht am Rande einer schrecklichen Klippe.
Wenn man einen Stein aus dem Fenster fallen lässt, fliegt er hunderte von Metern, ohne irgendwo anzustoßen. Nachdem ich am nächsten Tag erst spät erwacht war, machte ich nach einem bereitgestellten Frühstück einen Entdeckungsrundgang. Von der Dienerschaft war niemand zu sehen. Das war merkwürdig. In einem solchen Haus erweckte es doch den Eindruck größten Reichtums. Das Tafelservice war aus purem Gold und die Bezüge der Stühle und Sofas aus den kostbarsten Stoffen. Und noch etwas fiel mir auf. Nirgendwo gab es einen Spiegel. Um mich zu frisieren, musste ich meinen Handspiegel benutzen. Nachdem ich auf mehrere verschlossene Türen gestoßen war, entdeckte ich eine Art Bibliothek. Dort gab es eine große Auswahl englischer Bücher und Zeitschriften aus allen Lebensbereichen. Ich muss lange darin herumgestöbert haben, denn nach einiger Zeit musste ich Kerzen anzünden, weil es draußen schon wieder dunkelte. Ah, Sie haben schon hier hereingefunden. Durch diese Bücher hier habe ich Ihr stolzes England kennen und lieben gelernt. Und ich sehne mich schon danach, in den dicht gedrängten Straßen von London zu promenieren und an dem Gewühle, dem Leben und dem Sterben der Menschen teilzuhaben. Graf, ich darf Ihnen mein Beglaubigungsschreiben überreichen. Erzählen Sie mir nun von dem Anwesen, das Sie für mich erworben haben. Es ist in Parfleet, ist es nicht so? Ja, ganz recht. Es heißt Carfax. Es ist gut 20 Morgen groß, von einer hohen Steinmauer umgeben und mit großen alten Bäumen bestanden, was ihm einen leicht düsteren Charakter verleiht. Und es gibt dort einen tiefen, dunklen Teich. Das Haus ist würfelförmig gebaut und sehr groß und es weist alle Bauarten bis zurück zum Mittelalter auf. Die Fenster sind hoch über dem Boden angebracht und vergittert. In der Nachbarschaft befinden sich nur wenige andere Gebäude. Eines ist erst kürzlich erbaut und als private Irrenanstalt errichtet worden. Von Ihrem Grundstück aus ist es aber nicht sichtbar. Es sind hervorragende Neuigkeiten. Ich liebe das Dunkel und die Schatten und ich bin gern mit meinen Gedanken allein. Er fragte mich an diesem Abend noch lange aus und eilte dann beim Morgengrauen aus dem Zimmer. Ich erkundete am nächsten Tag wieder das Schloss. Abermals gab es von den Dienstboten keine Anzeichen. Aber überall waren Türen, Türen, Türen. Alle waren verschlossen. Die Tür zur Eingangshalle, die Tür zum Innenhof, jede Tür im Schloss war mir versperrt, verriegelt. Mir kam ein grausiger Verdacht, der sich immer mehr verdichten sollte. Schloss Dracula war ein Gefängnis und ich ein Gefangener. Siebter Mai. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Schließlich, nach ein paar Stunden, stand ich auf und während ich meine Kerze anzündete, stellte ich meinen Rasierspiegel auf den Ankleidetisch und war gerade dabei, mich zu rasieren. Fühlen Sie sich ausgeruht, Mr. Harker? Ich hatte ihn nicht gesehen. Obwohl im Spiegel das gesamte Zimmer hinter mir zu überschauen war. Ich drehte den Spiegel noch einmal. Graf Dracula war nahe bei mir und ich konnte ihn über meine Schulter sehen, aber da war keine Reflexion im Spiegel. Er war leer. Ich erschrak und schnitt mich an der Kehle, sodass mir Blut den Hals hinuntertröpfelte. Mein Spiegel! Das Blut! Das Blut! Wischen Sie sich das Blut ab, Mr. Harker. Und sehen Sie sich vor, wenn Sie sich schneiden. Es ist hier gefährlicher, als Sie glauben, in diesem Land. Am nächsten Tag musste ich feststellen, dass die meisten meiner persönlichen Gegenstände verschwunden waren. Mein Pass, meine Aufzeichnungen, mein Empfehlungsschreiben, ich konnte sie nirgends finden. Und nun war auch meine Tür von außen verschlossen.
20. Juni. Ich werde im Schloss festgehalten. Irgendetwas wird in dem alten Gemäuer gearbeitet. Ab und an höre ich weit entfernt das gedämpfte Geräusch von Hacke und Spaten. Und letzte Nacht wurde der zweite von drei datierten Briefen versandt, die Dracula mich schreiben ließ. Der zweite der Reihe, die Spuren meines Daseins auf dieser Erde auslöschen sollten. Graf Dracula! Graf Dracula! Ja, mein junger Freund. Was wird mit mir? Kann ich diesen Ort verlassen? Wann bin ich frei? Frei? Mr. Harker, Sie sind stets frei. Sie wollen gehen. Würden Sie gerne heute Nacht gehen? Ja, 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 in Gottes Namen! Mein teurer, junger Freund, nicht eine Stunde sollen Sie gegen Ihren Wunsch in meinem Hause bleiben. Ja, aber alle Türen, die große Pforte, alle sind verschlossen. Kommen Sie bitte! Sie ist verriegelt. In Gottes Namen, öffnen Sie sie! Wie Sie wünschen. In Ihrer Sprache gibt es ein Sprichwort, das mir sehr ans Herz gewachsen ist. Reisende soll man nicht aufhalten. Gute Nacht, Mr. Harker. Schließen Sie die Tür! Schließen Sie die Tür! Schließen Sie sie! Ich kann also annehmen, dass Sie bleiben, Mr. Harker. Juni. Morgen. Dies könnten die letzten Worte sein, die ich je in dieses Tagebuch schreibe. Gott erhalte mir meinen Verstand. Ich habe den Grafen Dracula noch nie am Tage gesehen. Bei Sonnenaufgang, beim ersten Hahnenschrei ist er verschwunden. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nur, dass die Wölfe heulen und dass er ein Mann mit Haaren auf den Innenflächen seiner Hände ist. Mit scharfen Zähnen und blutleerem Gesicht. Er wirft keinen Schatten. Man kann ihn nicht im Spiegel sehen. Und er bewegt sich wie eine Fledermaus, kopfüberkriechend außen an den steilen Mauern des Schlosses entlang. Er ist nicht und hat Todesangst vor dem Kruzifix. Während ich dies schreibe, höre ich im Innenhof das Rollen schwerer Räder und Peitschenhiebe. Und unten im Gang höre ich das Dröhnen von schweren Kisten, die abgesetzt werden. Kisten, die wie Särge aussehen. Und ich weiß, was darin ist. Die Kisten sind gefüllt mit heiliger Erde aus der Kapelle unter dem Schloss. Die letzte Kiste wird vernagelt. Nun höre ich wieder schwere Füße stampfen und die Stimmen von Zigeunern. Die Pforte wird geschlossen und die Ketten rasseln. Ich höre, wie die schweren Räder des Wagens aus dem Innenhof rollen. Die Wagen sind fort. Ich bin alleine im Schloss. Holt mich hier raus! Hilfe! 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 Ich bin allein. Ich bin allein.
Meine Damen und Herren, hier spricht Dr. Seward. Mr. Harkers Tagebuch endet mit diesem Eintrag. Ich präsentiere Ihnen jetzt Ausschnitte aus dem Logbuch der Demeter, eines Frachtsegelschiffes, das unter russischer Flagge auf dem Weg von Varna am Schwarzen Meer nach Whitby in England war. Geschrieben vom Kapitän des Schiffes. Logbuch der Demeter. Begonnen 18. September. Die seltsamen Dinge, die sich ereignen, zwingen mich, rückdatierend von jetzt an bis zur Landung, genaue Notizen zu machen. 6. Juli. Sind mit dem Einladen der recht eigenartigen Ladung fertig. Kisten gefüllt mit Erde. Mittags Segel gesetzt. Ostwind, frische Brise. 8-köpfige Besatzung. 3 Matrosen, 2 Mate, der Smutje, der Steuermann und ich selbst, der Kapitän. Elfter Juli. Einfahrt in den Bosporus. Bei Einbruch der Dunkelheit Durchfahrt durch die Dardanellen. Backschisch gezahlt. Alles in Ordnung. 18. Juli. Der eine Maat kam heute in Panik zu mir. Kapitän! Kapitän! Vyodin ist verschwunden! Ach, wo soll er denn hin sein? Er hat gestern die Backbordwache um 8 Glasen angetreten. Als er von Talisian abgelöst wurde, ist er nie in seiner Kajüte angekommen. Ah! Lachen Sie nicht! Ich sage Ihnen, es ist etwas auf diesem Schiff. Im Regen kam gestern ein großer, dünner Mann den Niedergang hoch. Er ging über das Deck nach vorn und verschwand dann. Als ich ihm hinterherging und am Bug ankam, nichts, niemand da. Und die Luken waren alle geschlossen. Rufen Sie alle Leute zusammen, wir durchsuchen das ganze Schiff. Ei, ei, Kapitän. Wir haben nichts gefunden, wo sich ein Mensch hätte verstecken können. Und die großen Holzkisten waren alle noch verschlossen. 24. Juli. Die letzten 3 Tage bei der Durchfahrt durch Gibraltar, raues Wetter und alle Leute fleißig in den Segeln, sodass sie keine Zeit hatten, sich der Angst hinzugeben. Letzte Nacht haben wir dann einen Matrosen verloren. Er ist spurlos verschwunden. Die Besatzung wird unruhig. Kapitän! Die Männer weigern sich, alleine Wache zu halten. Ist gut. Ordnen Sie an, dass immer 2 Leute gemeinsam zur Wache an Deck bleiben. Ei, ei, Kapitän. Juli. 5 Tage wie in der Hölle. Der Wind, ein Sturm. Wir wurden herumgeworfen wie in einer Art Strudel. Kein Schlaf für uns. Dann die nächste Tragödie. Ich hatte nachts Einzelwachen aufgestellt, da die Leute alle erschöpft waren. Als die Morgenwache an Deck kam, fand sie niemanden außer dem Steuermann. Wieder einen Matrosen verloren. Die Aufregung war groß. Wir haben alles durchsucht und wieder nichts gefunden. Die Männer und ich haben vereinbart, uns und die Wachposten ab jetzt zu bewaffnen. 2. August. Wieder einige Tage vergangen. Und wieder sind Männer verschwunden. Diesmal hat es den Smutje und den letzten Matrosen erwischt. Nur ich, der Maat und der Steuermann sind noch übrig. Aber wir nähern uns England. Alle Segel sind gesetzt. Der Steuermann behauptet, dass wir schon die Enge von Dover passiert hätten. Aber wir wissen es nicht genau. Nur Gott kann uns heil in den Nebel geleiten. Aber Gott hat uns scheinbar verlassen. In der kommenden Nacht übernehme ich wieder die Wache. Kapitän!
Kapitän! Kapitän! Matt, was ist los? Der Steuermann ist verschwunden. Kein Mensch am Ruder. Was? Aber dafür unten, da war wieder einer. Er ist hier, unten im Schiff. Ich habe ihn gesehen, leibhaftig. Ein Geist, wie ein Mann, nur größer und dünn, grauenhaft blass. Ich wollte ihn mit meinem Messer erstechen, aber es ging durch ihn durch, wie durch Luft. Retten Sie mich! Bitte retten Sie mich! Wovon reden Sie? Er ist hier, im Frachtraum, in einer von diesen Kisten mit Erde. Er kann uns jeden Moment holen. Wir müssen weg, über Bord, schnell! So bleiben Sie doch hier. Nein, nicht! Ah! August 4. Nach dem Vorfall vor 2 Tagen bin ich nun ganz allein auf meinem Schiff. Und immer noch der Nebel. Ich wage es nicht, nach unten zu gehen. Ich wage es nicht, die Brücke zu verlassen. Also bleibe ich hier. Gestern, in der Schwärze der Nacht, habe ich ihn gesehen. Herr, vergib mir, aber der Mart hatte recht, über Bord zu springen. Es war besser für ihn, wie ein Seemann im blauen Wasser zu sterben. Aber ich bin Kapitän und darf mein Schiff nicht verlassen. Ich binde meine Hände ans Ruder, falls meine Kraft nachlässt. Und mit ihnen das, was er nicht anzufassen wagt. Mein Kruzifix. Ich erlaube mir nun, Ihnen einen Ausschnitt aus dem Yorkshire Telegraph von dem Korrespondenten in Whitby vorzulegen, datiert im August diesen Jahres. Heute ereignete sich in Whitby einer der größten Stürme seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Samstagabend war schön, die Kapelle spielte, die Landungsbrücken waren voller Urlauber. Der Wind flaute am Abend völlig ab und es herrschte Totenstille. Es gab nur wenige Lichter auf See. Das einzige Schiff, das man ausmachen konnte, war ein ausländischer Schoner mit vollen Segeln, der scheinbar westwärts unterwegs war. Kurz nach Mitternacht kam ein seltsames Geräusch vom Meer her. Hoch oben in der Luft begann ein eigenartiges, unheimliches Dröhnen. Dann brach das Gewitter ohne Vorwarnung los. Dort, in voller Takelage, befand sich noch immer der ausländische Schoner, der mit ungeheuerlicher Geschwindigkeit auf die Küste zuschoss. Ein Suchscheinwerfer wurde auf ihn gerichtet. Am Ruder fest vertäut war eine Leiche zu sehen, mit hängendem Kopf, die mit jeder Bewegung des Schiffes schauerlich hin und her schwankte. Einen Moment später lief der Schoner auf Grund. Daraufhin geschah etwas Seltsames. In dem Augenblick, als das Schiff das Ufer erreicht hatte, erschien an Deck ein riesiger Hund, sprang vom Bug auf den Sand und verschwand die östlichen Klippen hinauf in Richtung Friedhof in der Dunkelheit. Die Küstenwache, die bei Sonnenaufgang an Bord ging, fand den toten Mann an eine Speiche des Ruders gebunden. In einer Hand hielt er ein Kruzifix fest umklammert. Der Mann muss schon fast 2 Tage tot gewesen sein. In der Tasche des Mantels, den der Tote trug, fand man eine Flasche, sorgfältig verkorkt, die eine Papierrolle enthielt. Sie erwies sich als Zusatz zum Logbuch des Schiffes. An Bord befand sich nur wenig Ladung und diese war höchst ungewöhnlicher Natur. Anscheinend transportierte das Schiff nichts weiter als gewöhnliche Erde, die in Holzkisten verpackt war. Holzkisten, die Särgen auffällig ähnlich sahen. Meine Damen und Herren, einige Zeit später erhielt ich einen Brief meines alten Freundes Arthur Holmwood, der mit einer jungen Dame verlobt war, Lucy Westenra. Eine reizende Erscheinung, um die ich selbst einmal geworben hatte. Sie wollten bald heiraten. 31. August. Lieber John, ich bitte dich, erweise mir einen Gefallen. Lucy ist krank. Sie hat kein besonderes Leiden, aber sie sieht entsetzlich schlecht aus und es geht ihr von Tag zu Tag elender. Ich wende mich an dich als meinen langjährigen Freund. Ich weiß, dass es eine peinliche Aufgabe für dich ist, aber dir kann ich vertrauen. Ich muss leider für ein paar Tage die Stadt verlassen, weil ich zu meinem Vater gerufen wurde. Ich kann also nicht dabei sein, was mich umso mehr besorgt.
Bitte gib mir Nachricht, wenn du sie untersucht hast. Ich zähle auf dich. Mit herzlichstem Dank, Arthur. Da ich nach meiner ersten Untersuchung und einer Blutabnahme einen ernsten Zustand bei Lucy diagnostizierte und feststellte, dass über die Schranken der Freundschaft hinausgehende Untersuchungen absolut notwendig waren, hatte ich meinen alten Lehrer Professor van Helsing benachrichtigt. 4. September. Telegramm. Seward, Purfleet, an Professor van Helsing, Amsterdam. Lucy Westenra in alarmierendem Zustand. Keine Diagnose möglich. Kommen Sie sofort. Seward. 5. September, Telegramm. Van Helsing, Amsterdam, an Dr. Seward, Privatklinik, Purfleet. Ich mache mich auf den Weg zu Ihnen. Bitte stellen Sie sicher, dass Patientin sofort nach meiner Ankunft untersucht werden kann. Van Helsing. Am 7. September konnte ich ihn gegen 4 Uhr am Bahnhof abholen. Ich brachte ihn sofort zu Lucys Haus. Sie lag in ihrem Bett und schlief. Und obwohl das Feuer in ihrem Kamin in ihrem Zimmer brannte, fühlte sie sich merkwürdig unterkühlt an. Sie war geisterhaft blass, geradezu kalkweiß und sah noch schlechter aus als zuvor. Das Rot schien sogar aus ihren Lippen und ihrem Zahnfleisch gewichen zu sein. Und ihre Gesichtsknochen standen deutlich vor. Der jungen Dame geht es schlecht. Sehen Sie, Dr. Seward. Sehr schlecht. Junge Dame, können Sie mich hören? Ihr fehlt Blut. Sie ist jedoch nicht anämisch. Die qualitative Analyse ihres Blutes weist keine Besonderheiten auf. Es ist seltsam. Ich möchte nicht darüber nachdenken, wie seltsam. Mein Gott! Ihr Hals! Sehen Sie! Das schwarze Samtband, das sie stets trug, war ein wenig nach oben gerutscht und man sah eine rote Stelle an ihrem Hals. Genau über der äußeren Halsvene waren 2 Einstiche. Nicht groß, jedoch sahen sie nicht gesund aus. Die Ränder waren weiß und blutleer, wie nach einer Quetschung. Nun, was ist es, Professor? Bitte sagen Sie es mir. Ich wünschte, das könnte ich, Seward. Ich wünschte, das könnte ich. Aber ich wage es nicht. Aber irgendetwas müssen wir doch tun. Ganz recht. Wir müssen sofort eine Bluttransfusion einleiten. Blut aus vollen Adern in die Leeren eines anderen. Die Ärmste hat kaum noch genug Blut, um die Bewegung ihres Herzens aufrechtzuerhalten und muss sonst sterben. Wollen Sie oder soll ich? Holmwood, alter Freund, ich denke, du bist bei deinem Vater. Ich habe in deinem Telegramm gestern zwischen den Zeilen gelesen und bin in Todesangst. Papa geht es besser, also habe ich mich heute sofort auf den Weg gemacht. Ah, Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Ihr Fräulein ist krank, sehr, sehr krank. Und Sie sind imstande, ihr zu helfen. Wir haben eine Aufgabe für Sie. Nachdem wir die Operation durchgeführt hatten, schickte der Professor Holmwood nach Hause, damit der sich erst einmal von dem Blutverlust erholen konnte. Dann wies er das Dienstmädchen an, Knoblauch aus der Küche zu besorgen und verteilte zu meinem Erstaunen ein paar Knollen im Zimmer der Kranken. Anschließend rief mich der Professor noch einmal zur Seite. Ich sage Ihnen Folgendes. Die junge Dame ist in einer Gefahr, die größer ist als der Tod. Ich muss heute Nacht noch nach Amsterdam zurück. Ich habe dort Bücher und Dinge, derer ich bedarf. Ich bringe Sie zum Bahnhof. Nein, mein junger Freund. Sie müssen die ganze Nacht hier bleiben und dürfen Ihre Aufmerksamkeit nicht von ihr wenden. Soll ich eine Wärterin abstellen? Wir sind die besten Wärter, Sie und ich. Sie müssen mir glauben. Sie dürfen in dieser Nacht nicht einmal schlafen. Später können Sie ruhen, morgen früh. Aha. Wenn Sie sie auch nur für einen Moment alleine lassen und das Unheil schlägt zu, werden Sie danach nie mehr ruhig schlafen. Ich komme so bald als möglich zurück und dann können wir beginnen. Was beginnen? Merken Sie sich nur eines. Wenn Sie etwas übersehen und Ihr geschieht ein Leid, dann werden Sie keine ruhige Stunde mehr haben. Ich saß die ganze Nacht an ihrer Bettstatt. Nur einmal erwachte sie kurz, nachdem das Narkosemittel für die Bluttransfusion anfing nachzulassen. Aber
Sie sah schon wieder ein wenig erholter aus. John, ich habe Angst. Meine Teure, heute Nacht können Sie schlafen. Ich bin hier und passe auf Sie auf. Nichts kann geschehen. Und ich verspreche, beim kleinsten Anzeichen für einen schlechten Traum, wenn ich irgendetwas sehe, wecke ich Sie sofort auf. Wirklich? Dann werde ich schlafen. Es gab die ganze Nacht über keine weiter erwähnenswerten Vorkommnisse. Obwohl ein paar Mal Zweige oder eine Fledermaus oder etwas in der Art fast ärgerlich ans Fenster schlugen. Am nächsten Tag war ich erschöpft, aber ich hatte keine Zeit, mich zu erholen, denn meine Anwesenheit in der Klinik war vonnöten und ich musste meinen Pflichten nachkommen. Später erhielt ich eine Nachricht von Holmwood, der beteuerte, dass er in der kommenden Nacht an Lucys Bett wachen würde, sodass ich mich ausruhen könnte. Ja, und so wechselten wir uns einige Tage ab. Ich hätte mich natürlich sofort auf den Weg gemacht, wenn ich geahnt hätte, dass Lucy Westenra entgegen der Abmachung am Abend des 17. September allein war und damit beschäftigt, ihre letzten Zeilen in ihrem Tagebuch niederzuschreiben. Arthur wurde unerwartet wieder zu seinem Vater gerufen. Da es mir erheblich besser geht, habe ich ihn gewähren lassen. Denn mir ist, als sei er ganz in meiner Nähe. Ich fühle mich sehr glücklich heute Abend. Ich war so furchtbar schwach. Umso mehr kommt mir das Gefühl, wieder denken und mich bewegen zu können, wie Sonnenschein nach langen Osterstürmen vor. Außerdem hat er mich von den Knoblauchzehen in meinem Zimmer befreit, die schon überall ihren Duft hinterlassen haben. Nun habe ich das Fenster geöffnet, um einen Hauch der frischen, kalten Abendluft hereinzulassen und zu genießen. Wenn ich nur wüsste, was das draußen für ein merkwürdiges Geheul ist. Du sollst Fleisch von meinem Fleische sein und Blut von meinem Blute. Ist da jemand? Arthur? Ich will doch mal sehen, ob ich etwas erkennen kann. Ist da jemand? Du sollst Fleisch von meinem Fleische sein und Blut von meinem Blut. Es war der 12. September, als wir das Zimmer von Lucy Westenra betraten und nur die allergrößte Willenskraft konnte mich dazu bringen zu bleiben. Wir fanden sie auf den Boden gesunken und ein Luftzug vom zerbrochenen Fenster wehte durch den Raum. Der Hals lag frei und man sah die beiden Wunden, die entsetzlich weiß und blutleer aussahen. Sie lebt, aber ihr Herz schlägt nur noch schwach. Wir kommen zu spät, mein Freund. Wir haben versagt. Gottes Wille geschehe. Sie wird sterben? Ja, sie wird sterben. Ich telegrafiere an Holmwood, er soll kommen. Vielleicht kann er sich noch von ihr verabschieden. Ist gut. Bleiben Sie bei ihr. Und merken Sie sich, es macht einen großen Unterschied, ob sie bei Bewusstsein oder im Schlaf stirbt. Holmwood kam am frühen Abend in Begleitung von Van Helsing herbeigeeilt. Lucy hatte den ganzen Tag regungslos da niedergelegen. Holmwood beugte sich über sie und nahm ihre Hand. Mit der anderen strich er ihr zärtlich über den Kopf. Endlich öffnete sie die Augen. Liebste, es wird alles wieder gut. Glaub mir. Arthur. Oh, mein Geliebter. Ich bin so froh, dass du da bist. Ihr Atem kam und ging wie bei einem kleinen, friedlichen Kind. Das Licht der untergehenden Sonne fiel auf ihr Gesicht und dann ging fast unmerklich eine seltsame Veränderung mit ihr vor. Ihre Augen wurden plötzlich stumpf und hart. Ihr Atem ging schwer
Ihr Mund öffnete sich und das blasse, zurückgeschobene Zahnfleisch ließ ihre Zähne lang und scharf aussehen. Arthur. Liebster, was wünschst du? Ach, mein Geliebter, küss mich. Beug dich zu mir und küss mich. Nicht! Oh! Oh! Um Himmels Willen, tun Sie das nicht! Retten Sie Ihre Seele und die Ihrer Braut! Lucy! Sie ist tot. Armes Kind. Ruhe nun endlich in Frieden. Das Ende. Im Gegenteil. Das ist erst der Anfang. Warten Sie ab. Die Beerdigung wurde für den übernächsten Tag in der Familiengruft der Westonraths angesetzt. Und einen Tag nach diesem traurigen Ereignis ereilte Arthur Holmwood der nächste Schlag. Auch sein Vater war in seiner Abwesenheit verstorben und so machte er sich vor Schmerz gebeugt auf den Weg dorthin, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Aber auch in London waren die Geschehnisse der nächsten Zeit nicht beruhigender. Extrablatt, Spezialausgabe! Extrablatt, Spezialausgabe! Horror in Kensington! Hier, für mich. Danke. Bitte, Sir. 25. September, Rätsel in Hampstead. In mehreren Fällen liefen junge Kinder von zu Hause fort oder kamen vom Spielen in der Heide verspätet zurück. In all diesen Fällen gaben die Kinder als Entschuldigung an, sie seien bei einer wunderschönen Frau gewesen, die ihnen Schokolade angeboten habe. Jedes Mal waren die Kinder am Hals leicht abgeschürft oder verwundet. Die Wunden könnten von einer Ratte oder einem kleinen Hund stammen. Wieder Extrablatt! Extrablatt Spezialausgabe! Horror in Hampstead! Lesen Sie über die wunderschöne Frau! Extrablatt! Horror in Hampstead. Wieder ein Kind von der wunderschönen Frau verletzt. Gerade erreicht uns die Meldung, dass ein weiteres Kind, das seit gestern Abend vermisst wurde, erst spät am heutigen Morgen entdeckt wurde. Es hat die gleiche winzige Wunde am Hals. Nun, Stuart, was denken Sie darüber? Wollen Sie mir erzählen, mein Freund, dass Sie immer noch keinen Verdacht haben, woran die arme Lucy gestorben ist? Nervöse Erschöpfung aufgrund großen Blutverlustes. Und wie kam es zu dem Blutverlust? Sie sind ein intelligenter Mensch, mein Freund, und ein guter Arzt. Aber Sie glauben nicht, dass es Dinge gibt, die Sie nicht verstehen. Sie irren sich, Sir. Kennen Sie alle Geheimnisse des Lebens und des Todes? Können Sie mir erklären, warum es in den Pampas Fledermäuse gibt, die nachts die Adern von Kühen und Pferden öffnen und diese Adern leer trinken? Warum es auf einigen Inseln der westlichen See Fledermäuse gibt, die den ganzen Tag an Bäumen hängen? Und wenn die Matrosen an Deck schlafen, weil es heiß ist, lassen sie sich auf ihnen nieder und dann, am Morgen, findet man Leichen, die so weiß sind, wie Miss Lucy war. Ich verstehe nichts von solchen Dingen. Nach der heutigen Nacht, Stuart. Nach der heutigen Nacht werden Sie es vielleicht verstehen, wenn Sie es wagen, mit mir zu kommen. Ich habe es gewagt. Und ich würde eher ein paar tausend Tode sterben wollen, als noch einmal das zu durchleben, was ich in dieser Nacht erleben musste. Sie und ich werden die Nacht hier auf diesem Friedhof, auf dem Miss Lucy begraben liegt, verbringen. Erst einmal warten wir ab. Ja. Und dann öffnen wir die Gruft. Sie werden noch... Schweigen Sie, Van Helsing! Miss Lucy ist tot, ist es nicht so? Dann kann ihr also kein Leid geschehen. Aber sollte sie nicht tot sein? Wir sind da. Hier ist das Westonrath gerade mal.
Ich nahm meinen Platz hinter einer Eibe an einer Seite des Grabes ein, Van Helsing auf der anderen. Mir war kalt und ich hatte Angst. Plötzlich sah ich, wie sich etwas zwischen den Eiben bewegte. Eine schattenhafte weiße Gestalt, die etwas an die Brust gedrückt hielt. Die Gestalt verharrte. Ich konnte das Gesicht nicht sehen, denn es war nach unten über etwas gebeugt, das ich nun als einen blonden Jungen erkannte. Man hörte einen kleinen spitzen Schrei, so wie ihn ein Kind im Schlaf ausstößt oder ein Hund, wenn er vor dem Feuer liegt und träumt. Dann sah uns die Kreatur. Sie wich mit einem wütenden Knurren zurück. Ihr blutbefleckter Mund wurde zu einem offenen Rechteck. Wenn jemals ein Gesicht das Antlitz des Todes spiegelte, so war es dieses. Dann, plötzlich, drehte sich das Wesen um und verschwand in Richtung des Grabes. Wir stürzten zu dem Kind. Der Junge ist unverletzt. Wir lassen ihn an einem sicheren Ort liegen, wo die Polizei ihn findet. Aber es gibt noch mehr zu tun. Kommen Sie! Wir gingen in das Grabmal. Dort im Sarg lag das Ding. Wie ein Albtraum von Lucy. Die spitzen Zähne, der blutbefleckte Mund. Van Helsing schaute nicht auf. Aus seiner Tasche nahm er ein Buch, sein Operationsmesser, einen schweren Hammer und einen runden Holzpflock, 2 oder 3 Zoll dick, in einer feinen Spitze endend und über dem Feuer gehärtet. Seward, das Leben dieser unglücklichen Frau hatte gerade begonnen. Dann wurde sie zu einer sogenannten Untoten. Mit der Veränderung kommt der Fluch der Unsterblichkeit. Sie kann nicht sterben, sondern muss Jahr für Jahr weitermachen. Immer neue Opfer kommen hinzu. Denn alle, die von einem Untoten gejagt und getötet werden, werden selbst zu Untoten und jagen wiederum andere. So wächst der Kreis immer weiter, wie die Wellen eines Steins, der ins Wasser geworfen wird. Aber wenn diese junge Dame, diese Untote, zur letzten Ruhe als wirkliche Tote gelegt werden kann, dann wird die Seele der armen Frau, die wir lieben, wieder frei sein. Sagen Sie mir, was muss ich tun? Nehmen Sie diesen Pflock in Ihre linke Hand, den Hammer in Ihre rechte. Ja. Bringen Sie die Spitze über Ihr Herz. Hier? Dann beginne ich das Totengebet. Und dann, in Gottes Namen, schlagen Sie zu. Gut. Sind Sie bereit? Ja. Also gut. Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Oh mein Gott, sie bewegt sich. Stechen Sie zu! Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich. In seiner Gnade richte er dich auf. Jetzt zurück! Einige Zeit davor, am Morgen des 11. Juli, wurde ein Mann an der Grenze zu Transsilvanien gefunden. Er redete wirr von Wölfen und Kisten voller Erde und Blut und dass er waghalsig an der Außenmauer des Schlosses eines gewissen Grafen Dracula hinabgeklettert sei. Er gab seinen Namen mit Jonathan Harker an. In einem Hospital in Klausenburg erholte er sich weit genug, um seine Überfahrt nach England möglich zu machen. Dort angekommen, blieb sein Zustand so ernst, dass er zur Beobachtung in ein Zimmer in mein Hospital in Purfleet eingeliefert wurde. Hier ging es ihm bald so gut, dass er nach 3 Wochen völlig genesen war.
Zu dieser Zeit brachte uns seine Frau, Mina Harker, das Tagebuch, das ihr Ehemann während seiner Gefangenschaft in Transsilvanien geführt hatte. Ich habe hier vor mir die Aufzeichnung eines Treffens, das in meinem Arbeitszimmer in Purfleet stattfand. Aufgeschrieben von Mina Harker. Meine Freunde, es gibt solche Kreaturen wie Vampire. Hätte ich schon zu Anfang gewusst, was ich jetzt weiß, ein für uns alle so wertvolles Leben hätte verschont werden können. Der Vampir, der unter uns ist, ist selbst so stark, dass er alle Elemente dirigieren kann. Den Sturm, den Nebel, den Donner. Er kann alle niederen Kreaturen befehlen. Der Motte und der Fledermaus, der Eule, dem Fuchs und dem Wolf. Wir müssen sein Versteck finden. Und wenn wir es gefunden haben, müssen wir es zerstören und ihn vernichten. Meine Freunde, es ist eine schreckliche Aufgabe, die wir uns vorgenommen haben. Wenn wir hier versagen, geht es nicht nur um Leben und Tod. Wenn wir versagen, werden wir hässliche Kreaturen der Nacht. Wie er. Was sagt ihr? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich lege dieses kleine goldene Kruzifix auf den Tisch. Wir wollen uns erheben, uns an den Händen fassen und damit den Pakt beschließen. Meine Freunde, auch wir sind nicht ohne Stärke. Ein Vampir existiert vom Blut der Lebenden. Ohne dieses kann er nicht leben. Er wirft keinen Schatten, er hat kein Spiegelbild. Er kann sich in einen Wolf oder eine Fledermaus verwandeln. Er kann im Dunkeln sehen und doch ist er nicht frei. Seine Kraft erlischt bei Tagesanfang. Dann, bis zur nächsten Nacht, muss er in der Gestalt bleiben, die er in dem Moment hat. Und außer in seinem Sarg, in diesen Kisten mit Erde, kann er nicht ruhen. Wenn wir ihn in seinen Sarg bannen können, dann, meine Freunde, werden wir ihn vernichten. Etwas ist von außen gegen das Fenster geschlagen. Es sah aus wie eine Fledermaus. Vielleicht erwische ich sie noch. Schnell, Harker. Haben Sie sie getroffen? Ich weiß es nicht. Gegen den schwarzen Himmel kann man nicht sehen. Ach, wir können nirgends sicher sein. Professor, wie sollen wir vorgehen? Was wissen wir noch? Vom Schloss des Grafen kamen 50 Kisten mit Erde nach Whitby. Aha. Harker konnte in Erfahrung bringen, dass alle Kisten mit Hilfe eines bezahlten Mittelsmannes, an den sie adressiert waren, von Fuhrleuten auf dem Gut Carfax abgeliefert worden sind, von dem er uns ja schon berichtet hat, und das sich ganz in der Nähe ihrer Klinik befindet, Stuart. Aha, sehr richtig. Außerdem haben weitere Nachforschungen bei verschiedenen Fuhrunternehmen ergeben, dass mittlerweile 21 dieser Kisten vor kurzem wieder entfernt wurden. Obwohl diese kräftigen Männer gern mal einen über den Durst trinken, konnten sie mir glaubhaft machen, dass der Auftraggeber, ein schlanker, älterer Herr, imstande war, eine dieser schweren Kisten allein zu heben. Etwas, was sie schon zu zweit kaum geschafft haben. Wie soll es weitergehen? Schritt 1. Wir müssen sicherstellen, dass alle restlichen Kisten sich noch auf Gut Carfax befinden oder klären, ob weitere entfernt wurden. Wir müssen jede einzelne der Kisten aufbrechen und die Erde mit heiligem Wasser sterilisieren, sodass er sie nicht mehr länger als Zuflucht nutzen kann. Und wir müssen uns beeilen. Wir gehen noch heute Nacht. Soll ich auch mitkommen? Erster Oktober, kurz vor Mitternacht. Die Männer entschieden, diese nächtliche Exkursion allein durchzuführen, weil sie nicht wussten, was sie erwartete und weil sie mich schonen wollten. Ich wollte in der Zwischenzeit die Unterlagen auf den neuesten Stand bringen. Bald nachdem sie fortgegangen waren, schlief ich ein. Ich erinnere mich daran, das plötzliche Bellen von Hunden gehört zu haben. Und dann war alles still. Ich stand auf und sah aus dem Fenster. Ich sah einen dünnen, weißen Nebelfaden über das Gras an der Hauswand entlang schweben. Ich bemerkte plötzlich, dass die Luft im Raum schwer und feucht und kalt war. Das Gaslicht drang nur wie ein kleiner roter Funke durch den Nebel. Ich konnte durch meine Augenlider sehen. Der Dunst wurde dichter und dichter. Dann,
Noch während ich ihn anschaute, teilte sich der Funke und schien mich durch den Nebel anzuleuchten, wie zwei rote Augen. Du sollst Fleisch von meinem Fleische sein, Blut von meinem Blute, Blut von meinem Blute. Ah! 2. Oktober. 5 Uhr morgens. Komme gerade aus dem leeren Haus zurück. Nun, wir haben unsere Arbeit in Carfax getan. Der Ort war vor Dreck starrend, die Luft abgestanden und stinkend und alles war voller Ratten. Wir zählten die Kisten. Nur 29. Und bei jeder einzelnen von ihnen verrichtete der Professor seine gleiche mysteriöse Arbeit. Es wurde schon hell, als wir zurückkamen. Ich fand Mina schlafend vor. Sie sah blasser aus als sonst. Ich legte mich auch zu Bett, aber mir blieb nicht viel Zeit zu ruhen. Meine lieben Freunde, die nächste Spur. Wir fahren zu einem leerstehenden Haus in Piccadilly 337. Dorthin wurden 21 Kisten geliefert, wie Harker herausgefunden hat. Und das Haus wurde kürzlich an einen Grafen aus dem Ausland verkauft. Er hat angeblich in bar bezahlt, wie mir der Makler widerwillig verraten hat. Anscheinend plant Dracula, sich über die ganze Stadt verteilt ein Netz aus Schlupfwinkeln aufzubauen und dort überall seine Kisten zu verteilen. Ich hoffe, dass er in der Zwischenzeit nicht noch weitere hat. Die Sonne geht in wenigen Stunden unter. Bis dahin muss Dracula jene Form, die er im Moment hat, sei es Hund, Ratte, Mensch oder Fledermaus, beibehalten. Wir müssen all seine Verstecke ausfindig machen und sie säubern. Dann hat er keinen Platz, an den er sich zurückziehen und wo er sich verstecken kann. Gott stehe uns bei. Aber wir haben nur Zeit, bis die Dunkelheit einsetzt. Das Haus in Piccadilly war leer und furchteinflößend. Genau wie bei jenem in Purfleet lag derselbe übelkeiterregende Geruch in der Luft. Auf dem Tisch fanden wir eine Kleiderbürste, einen Kamm und ein Bassin. Das letztere gefüllt mit schmutzigem Wasser, das wie von Blut gerötet war. Sehen Sie, meine Herren, da sind die Kisten. 17, 18, 19, 20. Nur 20? Irgendwo muss noch eine Kiste sein. Meine Herren, es ist nach 6. Die Sonne geht unter. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Er kann jeden Moment zurückkommen. Öffnen Sie die Kisten. Still! Nichts. Schnell weiter. Hör doch. Er ist es. Da. Jetzt steht er vor dem Fenster. Schießen Sie! Er ist getroffen! Ja, aber er rafft sich wieder auf. Sehen Sie nur! Ihr verschwendet eure Kugeln, ihr Narren. Ihr denkt, ihr verwirrt mich? Ihr mit euren blassen Gesichtern, alle in einer Reihe wie Schafe beim Schlachter. Ihr denkt, ihr habt mir keinen Ruheplatz gelassen. Doch ich habe noch mehr. Meine Rache hat erst begonnen. Und ich habe die Zeit auf meiner Seite. Die, die ihr liebt, ist schon mein. Schon ist mein Zeichen auf ihrem Hals. Sie ist immer bei mir, über Länder und Meere. Und durch sie sollt ihr und andere auch mein werden. Meine Kreaturen, die meine Befehle ausführen. Fleisch von meinem Fleische. Blut von meinem Blute. Ich protokolliere. 4. Oktober, Abend. Ein weiteres Treffen im Studienzimmer in Purfleet. Wir müssen die verbleibende Kiste finden. Wir müssen sie finden.
solange diese Erde existiert und rein ist, solange es eine Rückzugsmöglichkeit für Dracula gibt, wird es keine Sicherheit und keinen Frieden für Englands Seelen geben. Mina, was ist mit dir? Warum blickst du so starr vor dich hin? Ach, du bist so blass. Liebe Freunde, mein liebster Gatte, ich bitte euch in dieser schrecklichen Zeit, eines nicht aus den Augen zu verlieren. Wohl wissend, dass ihr das Ungeheuer bekämpft, dass ihr es vernichten müsst, so darf es kein Werk des Hasses sein. Und ihr müsst auch Mitleid mit ihm haben. Die arme Seele ist ja selbst am übelsten dran. Mina! Oh Gott, gebe ihnen meine Hände, damit ich das irdische Leben in ihm zerstören kann, nachdem wir alle trachten. Wenn ich dabei seine Seele für alle Ewigkeiten in die tiefste, brennendste Hölle senden könnte, glaub mir, ich würde es tun. Sage nicht solche Dinge, Jonathan. Oder willst du mich vor Angst und Schrecken sterben sehen? Denke doch, Liebster, vielleicht könnte ich auch eines Tages solchen Mitleids bedürfen. Und was wäre, wenn mir solche wie du dieses Mitleid verwehren, weil sie den gleichen Grund haben, mich zu hassen? Mina, Liebste, willst du damit sagen, er hat dich... Ah, jetzt wird mir klar, warum sie in den letzten Tagen so erschöpft wirkten. Ich hätte es dir gern erspart. Oh, Mina! Professor, ich habe heute lange darüber nachgedacht. Ich möchte Sie bitten, mich zu hypnotisieren. Und zwar ehe es Tag wird, denn ich fühle, ich werde sprechen können. Sie haben den Mut? Den Mut wozu? Was meinen Sie? Professor van Helsing wird mich befragen. Die Zeit drängt. Schnell! Verdunkeln Sie das Licht, Suat. Jawohl. Ich werde Sie befragen, ja. Unter Hypnose. Setzen Sie sich bequem auf die Behandlungsliege, Mina. Die, die ihr liebt, ist schon mein, hat er gesagt. Sie ist immer bei mir, über Länder und Meere. Nun, Graf Dracula, vielleicht kann sie uns etwas über sie verraten, wenn sie wirklich bei ihnen ist, über Länder und Meere. Vielleicht erfahren wir so, wo sie sich aufhalten. Blut von meinem Blute, bei mir, immer bei mir, über Länder und Meere. Mina. Ja. Antworte mir, Mina. Bist du bei ihm? Ja, ich bin bei ihm. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Alles ist dunkel. Was hörst du? Das Plätschern von Wasser. Ich kann es draußen hören. Dann bist du auf einem Schiff? Ja. Vielleicht will er zurück in sein Schloss. Was hörst du noch? Da ist das Knarren einer Ankerkette. Und ich höre Männer, die umherlaufen. Was tust du? Nichts. Ich liege still. Oh, so still. Es ist wie der Tod. Es ist wie der Tod. Schlaf jetzt, Mina. Ich schätze, er hat festgestellt, dass er sich England nicht in gleicher Weise untertan machen kann wie Transsilvanien. Und nun, da er seine Existenz bedroht sieht, versucht er, über das Meer zurück in sein Heimatland zu flüchten. Aber wir werden ihn bald haben, denn wir sind ebenso listig. Wir rufen Tally-ho! Warum müssen wir ihn verfolgen, wenn er doch die Gegend verlassen hat? Er kann noch Jahrhunderte leben und Mina ist nur ein sterblicher Mensch. Die Zeit ist für uns das Kostbarste, seit er jenes Wahrzeichen auf ihre Kehle gedrückt hat. Vielleicht kann Dr. Suat im Hafen in Erfahrung bringen, welches Schiff heute Abend die Anker gelichtet hat.
Bericht von Madsen Peabody, Schiffsmakler. Datiert 5. Oktober. Nach Lloyds Liste ist das einzige Segelschiff, das gestern in Richtung Schwarzes Meer aufgebrochen ist, die Tsarina Katharina mit Zielhafen Varna, der Hafen, der Draculas Schloss am nächsten liegt. Es wird vermerkt, dass einige Zeit bevor sie abgelegt hat, ein Mann längsseits kam, ganz in Schwarz, der einen Karren mit einer großen Kiste darin gezogen hat. Diese hat er eigenhändig heruntergehoben und unter Deck getragen. Niemand erinnert sich daran, ihn danach noch gesehen zu haben. Ein dichter Nebel zog über dem Doolittle Dock bis zum Ablegen auf. Der Rest des Londoner Hafens blieb völlig klar. Schnell, dort ist der Zug. Unser Plan steht fest. Die durchschnittliche Segelzeit von London bis zum Schwarzen Meer ist 3 Wochen. Wir können über den Landweg zum selben Ort in 3 bis 5 Tagen reisen. Wir werden dort sein und auf ihn warten, wenn er ankommt. Ein Auszug aus meinem Tagebuch. 15. Oktober. Sind um ca. 5 Uhr in Varna angekommen. Mina fühlt sich stärker. Jeden Morgen vor Sonnenaufgang und jeden Abend kurz nach Sonnenuntergang spricht sie unter Hypnose mit Van Helsing. Schon der 28. Oktober. Die Zeit des Wartens ist unerträglich. Ja. Das Schiff muss jederzeit hier eintreffen. Professor Van Helsing! Dr. Seward! Hier ist ein Telegramm von Lloyds aus London. Es wird gemeldet, dass die Tsarina Katharina um 1 Uhr in dichtem Nebel im Hafen von Galatz eingelaufen ist. Galatz? Galatz ist 38 Stunden von hier und der erste Zug nach Galatz fährt erst morgen früh um 6.30 Uhr. Meine Freunde, wir haben verloren. Wir müssen trotzdem die Verfolgung aufnehmen. Auf zum Bahnhof! Fahren wir nach Galatz! Ich bin bei dir. Ich kann nichts sehen. Nichts. Ich kann die Stimmen von Männern im Tosen des Sturms hören. Ich kann fühlen, wie der Wind bläst. Was geschieht nur? Ich fühle, dass etwas mich wie ein kalter Wind streift. Ich kann weit entfernte, wirre Geräusche hören. Wie Männer, die in seltsamen Sprachen reden. Fallendes Wasser und das Heulen von Wölfen. Da ist noch ein anderes Geräusch. Was für ein seltsames Geräusch. Wie? Was? Sprich, Mina. Sprich. Ich befehle es dir. Ich befehle dir zu sprechen. Quälen Sie sie nicht, Doktor. Sie sehen doch, sie hört sie nicht. Konnten Sie etwas herausfinden? Ja. Ich habe hier im Hafen von Galatz mit dem Kapitän der Tsarina Katharina gesprochen. Er hat berichtet, dass ein gewisser Emanuel Hildesheim die Kiste von Dracula im Auftrag eines Mannes namens Skinski entladen hat. Diesen Hildesheim habe ich hier in der Bogenstraße 16 gefunden. Er hat die Kiste bei Skinski abgeliefert. Aber Skinski ist heute Morgen mit aufgerissener Kehle auf dem Friedhof von St. Peter gefunden worden. Es gibt 2 Wege, auf denen Dracula wieder zu seinem Schloss gelangen kann. Zu Land oder zu Wasser. Aber zu Land ist es zu gefährlich für ihn. Ich vermute, dass er zu Wasser auf einem Schiff weiterreist. Wir haben die Karte studiert und befunden, dass der wahrscheinlichste Fluss der Seret ist. Ja, viele Slowaken treiben dort fliegenden Handel. Und es wäre ihnen ein leichtes gegen geringe Gebühr, so etwas wie eine Kiste zu transportieren. Dr. Seward, ich schlage vor, Sie und ich werden einen Dampfer chartern und ihm über den Fluss folgen. Van Helsing und Mina werden den Zug nach Veresti nehmen und von dort aus... Von dort nehmen wir eine Kutsche und fahren den Weg, auf dem Harker damals nach Bistrica und dann nach Borgo gelangt ist. Wenn Sie ihn nicht schon vorher eingeholt haben, werden wir dort auf Dracula treffen. Gut. Brechen wir auf. Oktober. Es ist ein wildes Abenteuer, in das wir uns gestürzt haben. Wir fahren in Windeseile über den nächtlichen Fluss, von dem kalte Nebel aufsteigen und um unsere Gesichter flattern.
Das Wasser steht hoch und die Ufer sind weit entfernt. Es ist bitterlich kalt. 1. November sind gestern in Veresti angekommen. Professor van Helsing hat Pferde und einen Wagen gekauft. Von einer Wirtin haben wir reichlich Vorräte mit auf den Weg bekommen. Der Professor meinte, es kann eine Woche oder länger dauern, bis wir wieder etwas Anständiges zu essen bekämen. 2. November, Abend. Den ganzen Tag keine Neuigkeiten. Wir haben mehrere Boote auf dem Fluss überholt, aber keines hatte eine große Kiste an Bord. Wenn wir nur wüssten, wo Mina und van Helsing jetzt sind. 3. November. Van Helsing sagt, dass wir am nächsten Tag den Borgopass erreichen werden. Häuser gibt es hier sehr wenige. Was wird der nächste Tag bringen? Dann wollen wir den Ort aufsuchen, wo mein geliebter Mann so Furchtbares erleiden musste. 4. November. Abend. Haben in Fundu erfahren, dass eine Barkasse mit Zigeunern in großer Eile und mit doppelter Rudermannschaft die Bistrica hinaufgefahren sei und dann einen Unfall hatte. Daraufhin wurde die Ladung auf eine Kutsche verbracht. Wir haben unser Schiff verlassen, haben nun Pferde und folgen der Spur am Fluss entlang. Wir sind bewaffnet. In der aufgehenden Sonne konnten wir die Slowaken einige Meilen vor uns sehen, wie sie am Fluss mit ihrem Wagen entlang schossen. Auf ihm lag eine große Kiste. Ob Mina und van Helsing schon das Ziel erreicht haben? Wir haben lange gebraucht bis zum Borgopass. Und es ist jetzt schon später Nachmittag, aber von Harka und Suat oder von den Slowaken ist noch nichts zu sehen. Van Helsing, dort! Dort, diese weit entfernte schneebedeckte Einöde. Dazwischen windet sich wie ein schwarzes Band der Fluss, sehen Sie? Und daneben ist der Weg. Reitet dort nicht eine Gruppe Männer? Warten Sie. In der Tat, Sie haben recht. In Ihrer Mitte haben Sie einen Wagen, der von Seite zu Seite schwankt. Und auf dem Wagen... Auf dem Wagen ist eine große Kiste. Aber dort, zwei Pferde folgen Ihnen in schnellem Tempo. Suat und Harka. Die Slowaken verlieren mit ihrem schweren Wagen schnell an Boden. Sie können nur noch eine Meile entfernt sein. Sie kommen uns immer näher. Sie sind schon deutlich zu erkennen. Sie preschen so schnell über die Ebene, dass der ganze Wagen wie wild hin und her schwankt. Suat und Harka holen immer mehr auf. Oh mein Gott, was passiert da? Der Wagen, sehen Sie doch, er kippt. Wahrscheinlich ist er gegen einen hervorstehenden Felsen geprallt, der unter dem Schnee nicht zu sehen war. Die Pferde reißen sich aus ihren Geschirren los und galoppieren davon. Ja, und die Slowaken verstreuen sich in alle Winde. Suat und Harka sind schon dort. Kommen Sie, wir müssen zu ihnen. Es ist nicht mehr weit. Froh, dich zu sehen. Ist hier etwas passiert? Mir ist nichts geschehen. Seht doch, die Kiste ist vom Wagen gefallen und zerbrochen. Dort liegt Dracula. Mein Gott. Lang ausgestreckt, verdreht und beschmiert mit seiner eigenen heiligen Erde. Die Kiste hat im Fallen den Schmutz auf dem Schnee verteilt. Professor, sehen Sie, sein Gesicht. Es sieht alt aus. Die Haut ist wie Papier. Dr. Seward, wir haben keine Zeit. Sehen Sie die Sonne. Ja, gleich ist Sonnenuntergang. In einer Minute. Dann werden wir ihn für immer verloren haben. Haben Sie den Holzpflock und den Hammer? Ja, hier. Nun, Seward, dann beten Sie für uns. Harka, knien Sie sich nieder und dann den Holzpflock über sein Herz. Schnell! Gut. Haben Sie keine Angst, Harka. Sehen Sie nicht in seine Augen. Der Hammer. Jetzt, Harka, schlagen Sie zu. Schlagen Sie zu. Beeilen Sie sich. Was ist das? Haltet ein. Ich höre etwas tief in mir. Das muss er sein. Er spricht zu mir. Mina, was sagt er? So schlagen Sie doch zu, Harka. Worauf warten Sie? Mina, was ist mit dir? Was sagt er?
Worte werden immer deutlicher. Blut. Blut von meinem Blute. Schuld von meiner Schuld. Tod von meinem Tode. Elemente der Dunkelheit. Regen und Unwetter. Tote und Untote. Sprecht und manifestiert euch in der Stunde der Gefahr eures Herrn. Die Hand der Lebenden ist über eurem Meister. Schlagen Sie doch, Harker! Schlagen Sie! So machen Sie schon, sonst ist alles verloren! Es gibt eine, die mir sehr lieb ist, die noch nicht geantwortet hat. Ina. Fleisch von meinem Fleisch. Komm! Eine Minute zwischen mir und der Nacht. Du musst für mich sprechen. Du musst mit meinem Herzen sprechen. Komm zu mir. Harker! Los da! Meine Damen und Herren, nun liegen Ihnen alle Beweise vor. Ich habe nichts hinzugefügt und nach bestem Wissen und Gewissen habe ich nichts ausgelassen, was Licht auf die außergewöhnlichen Vorkommnisse des Jahres 1891 werfen könnte, die an diesem schrecklichen Abend am Borgo Pass ihren Höhepunkt fanden. Es bleibt nur noch dieser letzte Bericht. Mina und Jonathan Harker haben wieder ihren Frieden gefunden. Als Mina Harker so lebendig die Worte des Grauens wiedergab, war sie, so glaube ich, wieder in einer Art von Hypnose. Sie selbst erinnert sich an nichts. Aber welche Kräfte auch immer auf sie wirkten, sie muss sie abgeschüttelt haben. Und noch während wir zuschauten, wie ihr Mann den Pflock in den Leib des Dämons trieb, verschwand die Wunde an der Seite ihres Halses. Was Dracula angeht, noch bevor die Schreie der Kreatur in unseren Ohren verklungen waren, zerfiel der gesamte Körper zu Staub und löste sich vor unseren Augen auf. Im letzten Moment dieser Auflösung lag auf seinem Gesicht ein solch friedlicher Ausdruck, wie ich ihn dort niemals für möglich gehalten hätte.